Wir sind heute in Appenzell in der Sporthalle Würre. Es ist Saisonstart in der Sportart Futsal. Neben mir der Kapitän der Mannschaft MNK Kroatien 97. Herr Agatic, was ist das Besondere an diesem heutigen Tag? Das Besondere am heutigen Tag ist sicherlich, dass wir der Gastgeber sind vor dem heutigen Spieltag, von dem Saisonstart. Haben wir uns lange vorbereitet auf die Saison, ein halbes Jahr. Und wie gesagt, für uns ist sicherlich wichtig, dass wir 3 Punkte einfahren. Haben Sie sich im Besonderen auf dieses Spiel vorbereitet? Vor allem heute oder respektive das ganze Wochenende haben wir uns gut ausgeschlafen. Das ist natürlich das Wichtigste am Ganzen. Die ganzen Spieler, wir haben lange Sitzungen gemacht, natürlich auch Trainingseinheiten eingeleitet, konditionell. Vor allem die meisten Spieler spielen auch draußen, also auch normalen Fußball. Und wir sind sicherlich fit und guter Dinge, dass wir, die 3 Punkte einfahren. Futsal ist eine nicht so bekannte Sportart. Was sind die Besonderheiten im Regelwerk? Naja, es ist so, dass kein Körperkontakt entstehen darf, weil jeder Körperkontakt, der gibt ein Foulspiel und das wird kumuliert. Bei 5 kumulierten Fouls wird das angezeigt und ab dem 6. ist jedes Foul, das kumulierte, führt zu einem Elfmeter. Egal, wo das Foul dann passiert, ob die angreifende Mannschaft im Strafraum des Gegners ein Foul macht oder ob das in der eigenen Verteidigung geschieht. Also es gibt dann einfach nach 6 gibt es einen Penalty und dann jedes Mal wieder einen. Dann wird viel schneller gespielt, also der Ball darf höchstens 4 Sekunden darf er ruhen und dann muss er wieder gespielt werden. Ist es auch die Geschwindigkeit des Spieles, was Sie begeistert? Also vor allem die Geschwindigkeit, taktisch und technisch hochstehend, das gefällt mir. Es ist ein ganz speziell leichter Ball, der nicht so viel Zug hat und das ist auch, damit man keine Verletzungen in Kauf nehmen muss. Weil da wird sonst drauf gedroschen und da ist der Torhüter und derjenige, der den Ball an den Kopf kriegt, ein armes Schwein in Anführungszeichen. Also der Torhüter und da sind 5 Feldspieler, also insgesamt 6. Und die können fliegend ausgewechselt werden. Allerdings muss der austretende Spieler über der Linie sein, bevor der Eintretende ins Spiel eingreift. Und sonst gibt es ein Foulspiel mit einer indirekten Freistoßvariante und eine gelbe Karte für den Spieler, der falsch ausgewechselt hat. Also das Spiel wird bei jedem Unterbruch wird die Zeit angehalten. Also man spielt 2x20 Minuten, aber die Spiele dauern effektiv viel länger, eben weil die Zeit immer angehalten wird. Egal, ob der Ball im Aus ist, ob der bei Freistoß, beim Torhüterabwurf und so weiter. Also die Zeit wird immer angehalten. Es gibt dann viel mehr als 20 Minuten. Warum sind Sie heute da? Ich bin eigentlich bei jedem Spiel dabei. Mein Mann, Tomislav Mijatovic, spielt bei Kroatien 97 mit. Und ich gehe überall mit und ich habe Freude am Zuschauen und es macht mir riesen Spaß. Was gefällt Ihnen so gut an Futsal? Die Atmosphäre und auch die Spielzeit ist ja nicht wie Normalfußball, nicht sehr lang. Und es gibt viel mehr Goal und einfach alles komplett.
Bei Futsal ist es so, dass keine Banden sind. Wenn der Ball ins Aus geht, dann wird das mit einem Kick wird das wieder Spiel aufgenommen. Mir wurde gesagt, dass Futsal speziell ein sehr faires Spiel ist. Wieso kommt es? Weil die Schiedsrichter angehalten sind, die Weisungen genauso durchzubringen, wie es im Regelwerk steht. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Körperkontakt oder wenn Körperkontakt stattfindet, dann wird dieser unterbunden dann durch eine Freistoßvariante und darum halten sich die Spieler auch viel mehr zurück wie auf dem Feld draußen. Wie setzt sich Ihre Mannschaft zusammen? Wir haben Spieler aus verschiedenen Regionen, verschiedenen Schichten. Wir haben auch Profis darunter. Und wir sind, obwohl wir Kroatia 97 heißen, haben wir verschiedene Kulturen. Wir versuchen, die Spieler zu integrieren. Und wir sind ja auch Ausländer oder fast alle Ausländer in der Mannschaft, auch in der Schweiz. Aber wir haben uns wirklich gut zusammengefunden, alle. Alle Spieler wie Brüder, wie eine Familie. Und darum funktionieren wir auch gut und sind auch so weit gekommen aus diesem Grund, weil halt alle zusammenpassen und sich alle verständigen können. Auch nicht nur was die Sprache anbelangt, auch auf dem Platz. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, am Fußball. Wir haben Futsal-Team Dynamo Rheinfelden recht unter Druck gesetzt am Anfang und sind so zu Toren gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen nachgegeben, aber wir haben das Spiel, denke ich, verdient gewonnen.